Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Ihr seht, ich bin schon im Castle wieder ein ganzes Stück weitergelaufen, damit wir jetzt den Secret Exit, der sich hier befindet, gechillt abholen können. Ihr seht, einfach durchrennen, rein in die Wand, dann ist das eigentlich recht schnell erledigt. Allgemein schnell erledigt, hab ich das Castle zum Glück jetzt auch, hat wirklich nicht lang gedauert. Nur diese eine Passage direkt bevor dem Punkt, wo ich euch gerade dazu geschaltet hab, die hat halt irgendein Sadist entworfen, aber das ist nichts Neues. Naja, damit haben wir schon mal das Wichtigste für diese Folge geschafft und den Secret Exit nachgeholt. Das Ziel für heute ist wahrscheinlich schon, die Welt abzuschließen. Ist definitiv nicht unmöglich. Also, jetzt geht's mal in Unterwasserlevel. Das hatten wir in der Form noch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Stimme ist gerade ein bisschen komisch. To be fair, ich habe auch jetzt seit einigen Tagen nicht mehr richtig aufgenommen. Heute ist Samstag. Mein letztes Video für den Kanal habe ich am Dienstag und für einen anderen Kanal am Mittwoch aufgenommen. Okay, dass der so schnell wieder rauskommt und noch sein Momentum behält, dachte ich nicht. Ihr seht schon das Level. Ich sag's mal so. Es gibt bestimmt Leute, die das Wort Spaß anders definieren. Oh, der Checkpoint verscheucht diese Gegner. Das ist gut, weil ich bin mir sehr sicher, hier irgendwo wird noch was sein. Ja, komm, sag mir nix und gib mir die. Dein Ernst? Von der anderen Seite? Ihr könnt mir nicht sagen, dass hier... Okay, da ist echt keine Starcoin. Das heißt, wir haben echt noch keine verpasst bei dem Kack gerade. Kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber wir werden es gleich sehen. Wenn wir endlich mal eine finden. Und am Ende finden wir gar keine Null. Ist mieses Placement. Digga, dieses Level nervt. Also, wenn es Leute gibt, die das nicht mögen, ich stehe bei euch. Das war fucking close. Das Viech kann einen One-Hitten. Das ist ein so nerviger Gegner. Aber mit dem Ding kann der nicht mal. Und jetzt hoffen wir auch mal, dass der Stern uns in dieser Passage hilft. So, hier kommt man nur mit P-Switch rein, glaube ich. By the way, wir haben literally immer noch keine Starcoin. Bin ich gerade blöde? Ah. Pinguin, das ist natürlich sehr gut. Hä? Oh, wait. Ja, das ist echt die erste. Wir sind gefühlt schon auf drei Viertel des Levels. Okay, ich habe gerade 69 Coins. Das hilft natürlich. Ja, und hier wird die letzte sein. Okay. Ich muss sagen, das Level hat mir echt nicht gefallen.
Es hat gewirkt wie ziemlicher Gegner-Spam. Wäre aber noch besser gewesen, wenn nicht die Starcoins so weird platziert wären. Wir hatten wirklich 3/4 des Levels gar nichts und dann alle drei auf einen Haufen geklatscht, so ungefähr. Naja, zumindest haben wir es hinter uns und sind beim nächsten Geisterhaus, an das ich mich kein bisschen erinnere, tatsächlich. Allgemein, Geisterhäuser erinnere ich mich, glaube ich, am schlechtesten dran aus diesem Game. Nur an ein einziges weiß ich, das auch auf der Speedrun-Route in dem Game nötig ist. In Welt 5 nämlich, wo der Secret Exit aus dem Geisterhaus einen weiterführt. So, hier sehen wir gleich mal einiges an Zeug, das abgeht. Diese Plattformen hier fahren nach oben oder unten, wenn man draufsteht. Ich will erstmal nicht da hoch, weil ich glaube, da ist der P-Switch, der den Weg weiter freilegt. Ich hoffe jetzt einfach, das hier ist das Secret. Sonst wäre das belastend. Ja, scheiße. Das Ding hier fährt höher, wenn man draufsteht. Und ich hoffe jetzt eben einfach mal, dass diese P-Switch-Tür eigentlich der richtige Weg war, weil... Oh, okay, Sehen wir es so. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier gerade auf der Secret-Exit-Route sind, wenn wir direkt in die dritte Starcoin rennen. Es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass wir noch was machen müssen. Zum Beispiel das Ding hier ganz runterfahren. Oder in einer leicht behinderten Situation chillen. Ab durch die Tür. Ist das der Secret Exit oder haben wir in diesem Level irgendwas ganz falsch gemacht? Es ist der Secret Exit. Dann war der tatsächlich sehr einfach. Und das beruhigt mich natürlich auch, weil ansonsten hätte ich jetzt echt keine Ahnung gehabt, was los ist. Ist kein besonderer Secret Exit, der einem viel bringt. Man bekommt ein Sternhaus und kann das nächste Level skippen. Ich weiß gerade nicht mehr, was das nächste Level ist, ob man das überhaupt skippen will oder ob's cool ist. Naja, erstmal machen wir das Geisterhaus komplett. Mit normalem Exit und allen Starcoins. Scheiße, es geht nach oben, ich Vollidiot. Ich sollte jetzt nicht zu sehr rushen und deswegen auf die Schnauze fliegen. Ich will den mal rüberlotsen. Das war nicht so cool, sag ich mal. Ihr seht hier in der Decke. Chillt ein P-Switch, mit dem wir diese Tür öffnen können. Diese Passage. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist mir diese Passage mega im... Ernsthaft, ich kann da nicht rutschen. Mega im Kopf geblieben, obwohl sie nicht wirklich so besonders ist. Ich bin aber auf einem sehr riskanten Kurs in diesem Level. Wie wurde ich nicht gehittet? Diese Viecher, wenn man einen aus ihrer Gruppe erwischt, rennen sie weiter und weiter. Und was habe ich jetzt verpasst?
Off. Off, Alter, was? Mario Time. Ich hab nicht wirklich damit gerechnet, die erste Starcoin verpasst zu haben. Ist die im ersten Raum irgendwo noch? Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die einfach noch unter irgendeiner anderen Plattform im ersten Raum ist, die ich nicht hab runterfahren lassen. Hier die... Okay, die geht hoch. Aber die hier sieht sehr sass aus. Tatsächlich, ja. Hätte man auch früher finden können. Ich habe halt ehrlich gesagt nach dem Secret Exit nicht mehr damit gerechnet, dass noch eine Starcoin auf die genau gleiche Weise versteckt ist. Muss ich schon zugeben. Deswegen finde ich die jetzt auch nicht so toll. Weil wenn man eins von beiden findet und das andere dann nicht, so wie ich, dann schwer zu verpassen eigentlich. Hier kann man schön ein paar Leben farmen. Apropos, wir haben jetzt das Lebensmaximum erreicht. 99 One-Ups. Mehr kann man nicht haben. Und so viele wird man als normaler Spieler auch niemals brauchen. Also, wir können uns jetzt nochmal hier die Mühe machen, an die Spitze zu kommen. Oder wir lassen es bleiben und schließen das Level einfach ab. Digga, wir haben einen Schlüssel. Lol. Versteht ihr? Abschließ. Mario verliert seine Mütze bei 99 One-Ups und wir gucken jetzt, ob es für Casual-Spieler wert ist, das Level hier zu skippen. Ja, ja, es ist für Casual-Spieler wert, das Level hier zu skippen. Wir haben hier einen Arschloch-Lakitu und einen, den wir aus dem Block geholt haben, der uns mit Geld bewirft. Und mir meinen Yoshi geklaut hat, du Affe. Ah, Yoshi! Ich muss aber auch sagen, irgendwie in diesem Playthrough ist mir Lakitu großteils schon Schnuppe. Die machen irgendwie nichts. Okay. Da nimmt man sich am besten den Typen, der respawnt. Ich wollte eigentlich sagen, den, der Münzen wirft. So, überall hängen hier diese Früchte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe in dem Let's Play. Wenn Yoshi 5 Früchte hat, dann bekommt man ein Item. Der legt einem dann was. Wow. Wir haben die Eisblume abgelegt, um eine Feuerblume zu bekommen. Und bekommen jetzt eine Feuerblume. Eine Eisblume. Ja, okay, das ist recht chillig. Man kann sich merken, in der Regel gibt es in, oder ich weiß nicht, ob es in dem Spiel auch so ist. Oft gibt es zumindest in Yoshi Level genau 10 von den Dingern, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder es waren 15. Hier sind es auf jeden Fall schon mehr. Hier kann man alle freisetzen, wenn man einen Haufen Münzen will, aber... Natürlich stehen die dann auch ein bisschen im Weg. Der Hauptfokus ist nämlich logischerweise immer noch das Ding. Die Münzen sammeln ist eigentlich komplett Schnuppe, weil gibt es auch nur einen Menschen auf dieser Welt, den in einem normalen Playthrough die Punktzahl juckt. Und One-Ups haben wir eh auf dem Maximum. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich Früchte verpasst habe, deswegen werden wir die Theorie nicht sicher checken können. Machen wir mal den da weg. Ich mag den nicht.
Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es dann 15 Früchte in einem Level gibt mit Yoshi normalerweise und wir irgendwo gegen Anfang eine verpasst haben. Weil wir hatten jetzt 14, wird Sinn machen. Und ja, also ich sag's so, wenn ich nicht auf 100% spiele, so als Casual, würde ich den Secret Exit nehmen. Es ist kein Level, das man so dringend spielen muss. Dieses Castle allerdings hab ich doch als sehr interessant im Kopf. Nicht nur, weil es hier einen Game-Breaking-Glitch gibt, den ich allerdings jetzt nicht zeigen werde, was bestimmt nicht daran liegt, dass ich nicht mehr wirklich weiß, wie er geht. Außerdem, ich das richtige Item nicht habe. Das war irgendwas mit einer mit Eisblume, wodurch man Cooper so einfrieren kann, dass er runterfällt und dann endlos viele Münzen generiert. Apropos, die Dinger kann man kaputt schlagen und meine Hitbox gegen diesen Cooper war gerade unangebracht. So, erste zwei Starcoins haben wir damit schon relativ schnell. Hier, ihr seht, man kann diese Dinger drehen und ist damit dann auch auf der anderen Seite für die Zeit. Man kann das schon fast als so minimal 2,5D haben, weil man zumindest im Vorder- und im Hintergrund sein kann. Und solche Passagen, okay, ich muss sagen, ich dachte, das geht deutlich schneller. Solche Passagen, weiß ich, mögen einige nicht. Ich find's aber eigentlich cool. Hier gibt's auch eine Eisblume. Ja, mal gucken, vielleicht zeige ich diesen Glitch noch irgendwann, aber jetzt auf jeden Fall nicht. Und es wird Zeit, eine Stelle zu cheesen. Da wären nur Münzen gekommen, sehr sicher. Scheiße. Wenn da jetzt die Starcoin gekommen wäre, dann dann muss ich so los. So, kurz abwarten. Ich hab grad. Obwohl, nee, jetzt kommt doch noch eine. Es kommen noch zwei Passagen. Ich weiß noch zwei Passagen und auf jeden Fall eine Starcoin. Also, da gerade haben wir nur Münzen verpackt. Danke, dass der Eisball rauskommt. Ich glaube, die Gegner sind neu in diesem Playthrough. Das sind halt Skelettfische, die visieren einen an, weil haha, why not? Und haben ungefähr so einen guten Aim wie ich in Minecraft mit dem Bogen. Es geht sehr weit, das Ding, wie man sieht. Und da habe ich mich auch definitiv verpokert. Aber hier unten ist doch die Starcoin, das kann mir keiner sagen. Mir wird niemand sagen, dass hier nicht die Starcoin ist. Und will auch keiner. Locken wir die Viecher kurz weg. Ihr seht, die sind jetzt nicht gerade die stärksten Gegner. Weil die halt unfassbar langsam sind. Aber kein Item. Oh, echt? Das könnte mies werden, weil Wendy zumindest für mich immer so ziemlich den schwersten Cooperling-Kampf hatte. Und ohne Item? Es ist mies. Aber Tatsache, wir können noch mal hier unten in der Ecke gucken. Aber nein. Wir bekommen kein Item mehr. Dann werde ich jetzt echt ein bisschen tryharden müssen wahrscheinlich. Der Kampf ist von den Cooperling Battles für mich definitiv das Schwerste.
Und ich glaube, viele mögen das auch wirklich gar nicht. Denn zu den komischen, rumspaunzenden Ringen, die Wendy ja ohnehin schon hat, findet der Kampf jetzt großteils unter Wasser statt. Was natürlich die Bewegungsfreiheit einschränkt, die Ringe langsamer macht und wer sich mit Fighting... Das Schlimme ist auch, das macht die Ringe nicht nur langsamer. Das Wasser steigt und sinkt auch. Und wenn sie aus dem Wasser rauskommen, werden sie schneller, was das Timing noch mal schlimmer macht. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht im Kopf hatte, dass das Wasser so lange weg ist, was das Ganze jetzt doch ein bisschen besser für mich macht. Aber gerade wenn das Wasser da ist, kann es problematisch werden. Und jetzt kommen drei Ringe. Ich glaube, es ist nicht zu unverständlich, dass ich das den schlimmsten Koopaling-Kampf finde. Aber wir haben es zum Glück doch gut ohne einen Hit geschafft. Und damit Welt 4 abgeschlossen, wie ich's geplant hatte. Wir haben Welt 4 abgeschlossen. Ja, sie vergessen Bowser Jr. Sie vergessen Bowser Jr. Das macht es Sinn? Nein. Aber sie vergessen Bowser Jr. Und damit ist die vierte Welt auch noch nicht zu Ende. Denn jetzt gibt es noch ein Luftschiff-Level. Ja, diejenigen, die das alte Let's Play geguckt haben, wissen es. Ich wusste es natürlich. Aber ein Level fehlt noch. Ein recht spezielles. Ich bin vor allem mal gespannt auf den Bosskampf, muss ich sagen. Ich weiß noch, in einer späteren Welt passiert das nochmal. Krasse Spoiler. Ich habe nicht mal gesagt, welche Welt, also yay. In der späteren Welt passiert es nochmal und der Bosskampf, der da ist, ist vermutlich mein Lieblingsboss im Spiel. Oder war es zumindest bei meinen ersten Playthroughs. Den Kampf da mag ich wirklich sehr gerne. Und irgendwie sieht das mega weird aus, dass diese Hitbox irgendwie so sauhoch ist. Ja, apropos sauhohe Hitbox. Luftschiff-Level sind jetzt persönlich nicht mein Favorit, muss ich zugeben. Ernsthaft? Man ist an der Stelle nicht sicher. Ich wollte gerade sagen, wie soll man hier hinten hinkommen? Das klappt so tatsächlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Luftschiff noch was ganz Nerviges hatte. Ich weiß aber nicht, was. Genauso wie ich keine Ahnung habe, was der Bosskampf ist. Ich denke die ganze Zeit an einen, weiß aber, dass der aus dem U-Teil stammt. Aber ich habe trotzdem eine Vermutung. So, diese Dinger, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, Mario Bros. Hier kam vor Mario Galaxy raus, oder? Weil wenn ja, dann hat dieses Spiel diese Elemente eingeführt. Und ich glaube, es gibt genug Spieler, die ihm dafür nicht unbedingt dankbar sind. Denn ich denke, ich muss nicht erklären, man hat gesehen, wie sie funktionieren. Und es gibt Spaßigeres. So, hatte ich es richtig im Kopf, dass die letzte Starcoin ekelhaft ist? Oh, oh, okay. Erstmal diese Passage, die schon nicht gerade ohne wirkt. Lass mich raten, ich... Ah. Okay, to be fair. Das Einzige, was daran schwierig war, war jetzt noch da reinzukommen. Aber die Starcoin war nicht schlimm.
Und der Kampf ist definitiv nicht das, was ich dachte, weil sonst würden die mir keinen Propellerblock geben. Ah, es ist ganz, ganz Standard hier. Ach so. Ich habe eigentlich schon mit einem Unterwasser-Battle gerechnet. Die haben so minimalsten Aimbot, die Flammen. Hier, ich versuche mal, das ein bisschen zu zeigen. Ihr seht die Flamme. Ja. Das hat man jetzt gesehen. Das war auch ein bisschen mehr als auf dem ersten Leben. Die bleiben tatsächlich eine ganze Weile, die Flammen dementsprechend. Ist der Kampf trotzdem einfach wie scheiße? Bowser Jr., krasse Leistung. Wendy war schwerer. Aber Bowser Jr. ist natürlich nicht tot. Und schmeißt uns einfach raus. Damit haben wir Welt 4 abgeschlossen und können jetzt in die fünfte. Und wir haben natürlich alle Starcoins. Und kommen in die Dschungelwelt. Der Hauptteil eines Mario Bros. Wii Speedruns. Denn man muss, man kann sich eines der zwei Level da aussuchen in einem Speedrun. Aber muss wirklich weit in diese Welt hineinspielen. Von Welt 1-3 aus kommt man bereits hierhin. Und muss dann in dieser Welt bis hier oben spielen. Es sind einige Level. Und wie diese Welt aussieht in den Leveln, das erfahrt ihr ab der nächsten Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.